Willkommen zurück. Wir sind im UWG und wir erschließen uns gerade das UWG über die Struktur. Nicht über den Inhalt, sondern über die Struktur. Wo kommt vor was? Und wo ist die Frage der Struktur? Und wir haben im ersten Teil gesehen, im ersten Video, das da hieß UWG, Struktur, dass das UWG diese Struktur hat. Und der strukturabgrenzende Begriff ist hier Kapitel. Im BGB ist der strukturabgrenzende Begriff Buch. Im HGB auch Buch. Ja, erstes Buch, zweites Buch und so weiter. Im UWG sind es Kapitel. Die Strukturzahl ist 4 und wir unterscheiden das erste Kapitel, das zweite Kapitel, das dritte Kapitel und das vierte Kapitel. Und insgesamt ist das Gesetz sehr, sehr kurz. Also der letzte Paragraph hier hinten im vierten Kapitel ist der Paragraph 20 und dann gibt es offensichtlich noch einen Anhang. Das ist zunächst mal ein erster Überblick. Dann habe ich im ersten Teil des Videos auch hier schon die Grenzen gezogen. Das heißt, das erste Kapitel geht bis Paragraph 7. Ja. Und das zweite Kapitel geht bis Paragraph 11. Ja, und so weiter und so weiter. Habe ich alles im ersten Teil gemacht. Jetzt in diesem Teil geht es um das erste Kapitel, das wir jetzt weiter unterstrukturieren, aber vorher zunächst mal wieder das Wo erfassen, ehe wir das Was erfassen. Jetzt habe ich gerade gesagt, es geht bis Paragraph 7. Und trotzdem sind es 10 Paragraphen. Obwohl es bis Paragraph 7 nur geht, sind es 10 Paragraphen. 10 Paragraphen. Wie kann denn das sein? Nun, die Antwort sind diese Paragraphen mit den Buchstaben dahinter. Es gibt also einen Paragraph 4a, das ist der achte. 7, ne? Bis Paragraph 7 geht es hier, wären also 7. 4a ist der achte. 5a ist der neunte. Und 3a, naja, andersrum. Also 3a ist der achte sozusagen. 4a ist der neunte und 5a ist der zehnte. So. Also 10 Paragraphen. Auch das ist wieder eine Strukturzahl. Ja, die erste Strukturzahl ist hier, es sind 4 Kapitel. Dann im ersten Kapitel haben wir 10 Paragraphen, obwohl es nur bis Paragraph 7 geht. Wir haben also den Paragraphen 3a, 4a und 5a. Was heißt das, dieses Paragraphennummer mit dem Buchstaben dahinter? Das heißt in aller Regel, dass man diesen Paragraphen später eingefügt hat, aber die gesamte Struktur des Gesetzes nicht verändern wollte, weil die Juristen irgendwann studieren und irgendwann sich merken, im Paragraph mit der Nummer sowieso steht das und das. Und wenn man dann alles durcheinander schmeißt, dann muss man alles neu durchnummerieren. Und das will man meistens vermeiden. Es gibt Situationen, wo es nicht vermieden wurde, aber meistens will man das vermeiden, was klug ist. Also nach wie vor soll das zweite Kapitel hier mit dem Paragraph 8 anfangen. Jetzt hat man aber im ersten Kapitel, sieht man zusätzlichen Regelungsbedarf, also arbeitet man mit diesen Buchstaben und fügt den 3a, den 4a und den 5a, den fügt man nachher ein. Wir haben also 10 Paragraphen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Paragraphen. Strukturzahl 10. 10 Paragraphen. Paragraph 1, Paragraph 2, Paragraph 3, Paragraph 3a, Paragraph 4, Paragraph 4a, Paragraph 5, Paragraph 5a, Paragraph 6 und Paragraph 7. Das ist unsere Struktur dieses ersten Kapitels. Und was finden wir nun im ersten Kapitel, in den ersten Paragraphen, in aller Regel im Gesetz? Wir finden in der Regel den Zweck und wir finden oft Definitionen. Was ist denn Wettbewerb? Was ist denn ein Mitbewerber? Was ist denn das alles? Und entsprechend ist das hier auch. Paragraph 1 regelt den Zweck des Gesetzes. Paragraph 2 sind die Definitionen.
Also grundsätzlicher Krempel, den man in der Regel ganz am Anfang erläutert. Das ist sozusagen die Wurzel hier. Der Zweck dieses Gesetzes, den finden wir in der Regel ganz vorne. Zweck des Gesetzes heißt oft dann auch der Paragraph. Ist in vielen Gesetzen so. Und dann heißt das Ding ja UWG, und wir haben schon im ersten Video gesehen, eigentlich muss man von hinten lesen. G steht für Gesetz. Gesetz gegen den UW, gegen den unlauteren Wettbewerb. Und dementsprechend ist der Paragraph 3 dann der erste Verbotsparagraph, nämlich Verbot unlauterer geschäftlicher Handlungen. Denn der Zweck des Gesetzes ist ja, dass man zwar Wettbewerb möchte, aber man möchte eben lauteren Wettbewerb. Das heißt, alle Marktteilnehmer sollen sich anständig benehmen. Das ist der Sinn dieses UWG. So, Paragraph 3 ist also der erste Verbotsparagraph. Hier werden unlautere geschäftliche Handlungen verboten. Ich schreibe das jetzt nicht alles hin. Paragraph 3, Verbot unlautere geschäftliche Handlungen. Paragraph 3a heißt Rechtsbruch. Ja, klingt interessant. Muss man vielleicht dann mal genauer schauen, was hier gemeint sein könnte. Außerdem, das A deutet darauf hin, dass man das später eingefügt hat. Rechtsbruch. Paragraph 4 ist dann der Mitbewerberschutz. Die Mitbewerber, das sind die Branchenfreunde, das sind die Konkurrenten, da gibt es viele Ausdrücke dafür. Und auch denen gegenüber soll man sich anständig benehmen. Mitbewerberschutz. Dann 4a charakterisiert aggressive geschäftliche Handlungen und Paragraph 5 irreführende geschäftliche Handlungen. Ja? Aggressive und irreführende geschäftliche Handlungen. Beide Paragraphen 4a und 5 enden gleich. Geschäftliche Handlungen, nur einmal sind es die aggressiven und einmal sind es die irreführenden geschäftlichen Handlungen. 4a und 5. 5a setzt den Gedanken fort des Irreführens und 5a sagt, Irreführen durch Unterlassen. Also dieser Gedanke des Irreführens ist dem Gesetzgeber so wichtig, dass ein Paragraph mit Buchstaben noch hinzugekommen ist. Nicht nur irreführende geschäftliche Handlungen, sondern auch Irreführung durch Unterlassen wird also eigens angesprochen im 5a. Der 6 regelt die vergleichende Werbung. Und der 7 unzumutbare Belästigungen. So. Das sind die Dinge, die im ersten Kapitel geregelt sind. Und dieses erste Kapitel heißt ziemlich neutral und eigentlich sehr nichtssagend allgemeine Bestimmungen. Na, allgemeine Bestimmungen ist also erstmal, was soll das Gesetz? Definition, Begriffsdefinition, dann Verbote. Ja, warum das genauso strukturiert ist, ist schwer jetzt zu begründen. Denn Paragraph Verbot, man könnte ja auch sagen, Verbot irreführender geschäftlicher Handlungen und den Paragraph 5 unter den Paragraph 3 packen. Das ist auch möglich. Also es ist schon von der Tendenz her, geht das hier ziemlich in die Horizontale. Ja, man hätte, und früher war das auch so. Ja, das UWG hatte vorher eine Dynamik, die ging eher so. Jetzt ist man mehr in die Breite gegangen, also mehr Paragraphen. Sie sehen das hier an diesen Nummern, ne? 4a, 3a und 5a. Früher hat man unter einem Paragraph mehr gefasst. Jetzt hat man mehr Paragraphen und entsprechend weniger Regelungen. Alles insgesamt nennt man allgemeine Bestimmungen. Und kurz zur Erinnerung, im zweiten Kapitel haben wir dann die Rechte. Folgen. Ja, und das ist einfach. Rechtsfolgen ist Unterlassung, Schadensersatz, Gewinnabschöpfung und die Verjährung. Das habe ich im ersten Teil schon angesprochen, dass dieser Paragraph 11 hier
eine ganz große Rolle spielt, weil die Verjährungsfristen im UWG sehr kurz sind. Also diese allgemeinen Bestimmungen regeln gewisse Verstöße, die dann zu diesen Rechtsfolgen führen. Wenn also irgendwas aus dem ersten Kapitel gegeben ist, dann hat das die Rechtsfolgen, die im zweiten Kapitel dann aufgelistet sind. Und wir haben auch schon gesehen, das dritte und das vierte Kapitel ist für die Praxis sehr wichtig, ist für den Anwalt sehr wichtig. Im dritten Kapitel die Verfahrensvorschriften und im vierten Kapitel Straf- und Bußgeldvorschriften. Prüfungstechnisch nicht so wichtig, da bewegt man sich meistens innerhalb der Paragraphen Nummer 1 bis 11. Ja, also hier ist meistens prüfungstechnisch Schluss. In der Praxis muss der Anwalt hier das dritte Kapitel sehr gut kennen und können, denn dort ist die sachliche und örtliche Zuständigkeit geregelt. Und das muss der Anwalt wissen. Das weiß der Mandant in der Regel nicht, aber der Anwalt muss das wissen. Und im vierten Kapitel, das ist wieder für alle wichtig, was kann es für Folgen haben, Straf- und Bußgeldvorschriften, wenn man irgendwas falsch macht, was im ersten Kapitel geregelt ist. So, also, das ist ein struktureller Überblick über das erste Kapitel. Alles Gute, Marius Ebert. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.